Hallo, liebe Zuschauer von Dossenheim zur Kreidezeit, zur ersten Ausgabe, wenn ich es tatsächlich in die erste Ausgabe schaffe. Ich begrüße euch alle hier von meinem privaten Bildungssofa und möchte einfach nur ganz kurz ein Buch vorstellen, was ich wirklich sehr schön finde und was sich speziell, würde ich mal sagen, für Vorlesungen tatsächlich eignet. Und zwar zeugt das Problem, dass Vorlesungsfolien, wenn man sie benutzt, vollgeknallt sind, überladen, schlecht eingescannte Grafiken, furchtbar. Und ein Buch, das ein bisschen Abhilfe verspricht, ist dieses hier. Genau heißt es Zen oder die Kunst des Präsentationsdesigns von Gar Reynolds. Und was steht da drin? Ganz kurz steht drin, was ist eigentlich wichtig bei einer Präsentation? Nämlich das Ego in der Garderobe abzugeben und das Publikum in den Mittelpunkt zu stellen und nicht sich selber. Es steht drin, dass PowerPoint nur ein Werkzeug ist und dass die Idee von der Präsentation, nicht nur von den Folien, sondern von der ganzen Präsentation im Mittelpunkt stehen muss. Es steht drin, dass Präsentationsfolien, wenn man sie nutzt, klar sein sollen, in der Aussage, im Design. Und das ist der Fokus dieses Buchs, das ist das zweite von dreien. Und was ist da drin? Da steht drin, wie man den Text auswählt, also wo man platziert, welche Schriftart man nehmen kann, welchen Einfluss es haben kann. Es steht drin, wie die Farben gestaltet sein sollten, dass das alles zu erkennen ist. Es steht drin, wie man Grafiken einbinden sollte, nämlich möglichst mit Menschen drauf und so weiter, alles was das Publikum auch anspricht. Und es steht drin, wie man das harmonisch zusammenbringt. Und ja, soweit meine kurze Empfehlung. Schaut mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Der Gar Reynolds, der twittert auch. Das ist Presentation Zen. Und unter www.presentationzen.com findet ihr auch einen Blog. Also falls ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal rein. Bis demnächst.